In meinem heutigen Video widmen wir uns einmal dem Wirkstoff Apixaban. Wir befinden uns hier im Bereich Intensiv, das heißt, es wird wieder sehr ausführlich. Ich werde sehr genau auf alle Details zu Ihrem Wirkstoff eingehen. Für eine kürzere Vorabversion lege ich Ihnen wie immer den Link zu Apixaban Basic hier unten mit rein. Nutzen Sie ansonsten auch gerne die Kapiteleinteilung, die hier unten im Bild eingeblendet ist, um zu gezielten Informationen zu springen und dann können wir starten. Der Wirkstoff Apixaban wurde Ihnen vermutlich verordnet, zumindest den meisten von Ihnen, weil Sie unter Vorhofflimmern leiden. Das Vorhofflimmern alleine ist aber nicht der einzige Grund, sondern es muss noch ein weiterer Risikofaktor hinzukommen. Ich blende Ihnen die unterschiedlichen Risikofaktoren hier einmal ein. Und wenn einer dieser Faktoren zu dem Vorhofflimmern dazukommt, dann wird dieser Wirkstoff verordnet. Was möchte man nun damit erreichen? Ganz umgangssprachlich wissen Sie sicher, dass man das Apixaban so als Blutverdünner nennt, aber das ist nicht ganz korrekt. Es wird als Antikoagulanz bezeichnet. Was das in Ihrem Körper genau macht, werde ich Ihnen gleich erklären. Wichtig für Sie ist hier erstmal, dass Sie den Wirkstoff einnehmen als Prophylaxe. Das heißt, man möchte mit dem Wirkstoff verhindern, dass bestimmte Vorfälle bei Ihnen eintreten. Zu diesen Vorfällen kann zählen einmal der Herzinfarkt, dann der Schlaganfall, die Lungenembolie und auch die tiefe Beinvenenthrombose. Der Einsatz zur Prophylaxe wird wahrscheinlich die meisten von Ihnen betreffen. Trotzdem kann Apixaban auch noch angewandt werden, um eine bestehende tiefe Beinvenenthrombose aufzulösen und auch bei einer bestehenden Lungenembolie findet der Wirkstoff Einsatz. Bei der Einnahme des Apixabans müssen Sie nicht wirklich viel beachten. Meist findet der Wirkstoff ja zweimal tägliche Anwendung, das heißt, er wird morgens und abends eingenommen. Achten Sie da doch drauf, dass in etwa 12 Stunden zwischen den Einnahmen dazwischen liegen. Sie können den Wirkstoff unabhängig vom Essen einnehmen, das heißt, es ist ganz egal, ob Sie nüchtern sind oder etwas gegessen haben. Sollten Sie mal eine Tablette vergessen haben, dann nehmen Sie diese bitte einmal nach, egal zu welchem Zeitpunkt, und machen dann einfach mit Ihrer normalen Tabletteneinnahme danach weiter. Wenn Schluckbeschwerden vorhanden sind, dann kann das Apixaban ohne weiteres gemörsert werden. Das gemörserte Apixaban kann dann zum Beispiel in Wasser oder aber auch in Apfelsaft gegeben werden. Auch in Apfelmus kann man es reintun und dann hat das Apixaban eine Stabilität, die für 4 Stunden garantiert ist. Das heißt, man kann sowas im Vorhinein schon mal vorbereiten. Das ist natürlich besonders interessant für die Pflegekräfte unter Ihnen oder aber auch, wenn eine Magensonde liegt. Also das ist ohne weiteres möglich. In jeder Packung liegt ein sogenannter Patientenausweis bei. Bitte füllen Sie den einmal für sich aus und tragen Sie den immer mit sich, denn wenn Sie mal zum Beispiel einen Unfall haben, dann muss der behandelnde Arzt unbedingt wissen, dass Sie das Apixaban einnehmen, denn dadurch kann es natürlich zu einer verstärkten Blutung kommen. Und da sollte der Arzt unbedingt von wissen. Das heißt, füllen Sie bitte diesen Ausweis einmal aus und tragen Sie den immer mit in Ihrem Portemonnaie. Als nächstes wollen wir uns mal die Nebenwirkungen anschauen. Ich gebe Ihnen wie immer nur einen kleinen Auszug. Ich gehe so auf die meisten Nebenwirkungen ein, die mindestens jeden Tausendsten betreffen. Natürlich liegt bei diesem Wirkstoff die Wirkung auch sehr streng verknüpft mit den Nebenwirkungen zusammen. Denn wie Sie ja wissen, führt das Apixaban dazu, dass die Blutgerinnung etwas eingeschränkt wird. Das heißt, Nebenwirkungen können Blutungen aller Art sein. Also denken Sie immer daran, wenn Sie plötzlich irgendwie Nasenbluten haben oder auch zum Beispiel Zahnfleischbluten, dass der Wirkstoff die Ursache dafür sein kann. Da muss man natürlich immer streng abwägen, denn man möchte diese leichte Blutverdünnung als Wirkung haben.
haben, damit sich die Gefäße nicht zusetzen. Aber eine überschießende Reaktion möchte man natürlich auch nicht haben. Das heißt, achten Sie da bitte immer drauf. Und wenn bei Ihnen vermehrt Blutungen jeglicher Art auftreten, dann melden Sie das bitte Ihrem Arzt. Sie selber als Patient können darauf achten, dass Sie Ihren Stuhl immer gut unter Beobachtung haben, denn das Risiko für Magenbluten ist unter der Einnahme aufgrund der Wirkweise ganz leicht erhöht. Da sollte man das immer im Blick haben, dass Ihr Stuhl sich niemals dunkel verfärbt, denn wenn er sich ganz plötzlich dunkel verfärbt, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es zu Magenbluten gekommen ist. Wenn Ihnen das bei sich auffällt, dann gehen Sie bitte mit dieser Information sofort zu Ihrem Arzt. Weisen Sie ihn auch nochmal, je nachdem wo Sie sind, darauf hin, dass Sie das Apixaban einnehmen. Denn wenn solch eine Blutung schnell erkannt wird, kann man natürlich auch schnell handeln. Denn solch eine Magenblutung ist die häufigste Ursache, weshalb es aufgrund von Nebenwirkungen oder aber auch von Wechselwirkungen zu einer Krankenhauseinweisung kommen kann. Ich möchte Ihnen keine Angst machen, halten Sie es einfach ein wenig im Blick, denn wichtig ist nur, dass wenn es auftritt, dass man es wirklich sofort erkennt und dann kann man da auch sehr schön gegensteuern, aber das sollten Sie als Patient für sich im Hinterkopf halten. Diese mögliche Nebenwirkung ist dann natürlich auch der Grund, weshalb man das Apixaban nicht bei starken Blutungen anwenden sollte. Es sollte auch keine Anwendung finden bei stärkeren Läsionen. Und der Wirkstoff kann auch im Blutbild ein paar Parameter etwas verändern. Es kann unter der Einnahme zu Blutarmut kommen oder zu einer Verringerung der Thrombozytenzahl. Wenn das in Ihrem Blutbild festgestellt wird, dann kann das mit der Einnahme des Apixaban zusammenhängen. Als nächstes widmen wir uns den typischen Dingen wie in jedem Video, und zwar einmal dem Magen-Darm-Trakt. Auch auf den Magen-Darm-Trakt kann das Apixaban Auswirkungen haben. Es kann hier allerdings nur zu einer leichten Übelkeit kommen. Die tritt, wenn meist am Anfang der Therapie auf. Dann auf die Haut kann auch dieser Wirkstoff Auswirkungen haben. Es kann zu Juckreiz kommen, es kann zu Hautausschlag kommen. Halten Sie das gut im Blick und wenn Ihnen das bei sich auffällt, melden Sie das bitte einmal Ihrem Arzt. Und der Wirkstoff kann auch eine schwerere Reaktion hervorrufen. Und zwar ist das Angioödem bis hin zu dem anaphylaktischen Schock. Das sind Nebenwirkungen, die sehr selten auftreten. Aber wenn sie auftreten, sind sie sofort behandlungsbedürftig. Das heißt für Sie, wenn Sie besonders so am Anfang der Therapie merken, dass irgendwas in Ihrem Gesicht plötzlich anschwillt, allen voran die Lippen, die Zunge, der Rachenraum oder Sie plötzlich einen anaphylaktischen Schock bekommen, dann liegt es natürlich nahe, dass Sie sofort einen Arzt aufsuchen sollen, möglicherweise sogar einen Notarzt rufen. Ich möchte Ihnen auch hier keine Angst machen, denn das kommt wirklich nur ganz selten vor, aber auf viele Wirkstoffe kann das Individuum einmal so reagieren und ich möchte nur, dass Sie, wenn es bei Ihnen auftritt, dass Sie wirklich dann schnell handeln, denn besonders auch bei einem Angioödem kann man nicht ausschließen, dass im Mund-Rachenraum bestimmte Bereiche zuschwellen, die für die Luftzufuhr natürlich notwendig sind. Bitte, wenn das aus irgendwelchen Gründen bei Ihnen auftritt, sofort einen Arzt rufen. Unter der Einnahme kann es auch zu leicht erhöhten Leberwerten kommen. Das sollte man auch immer im Hinterkopf haben, dass der Wirkstoff Apixaban einfach die Ursache für diese erhöhten Leberwerte sein kann. Wenn das Ihnen in Ihrem Blutbild aufgefallen ist, dann sprechen Sie das bitte bei Ihrem Arzt noch einmal an, weil manchmal diese Zusammenhänge mit den Medikamenten nicht unbedingt sofort ersichtlich sind. Es kann unter der Einnahme auch zu einem erniedrigten Blutdruck kommen. Und als letztes möchte ich noch sagen, dass das Apixaban auf die Teilnahme am Straßenverkehr keine Auswirkungen hat.
Nun wollen wir uns einmal die Wechselwirkung Ihres Apixabans mit anderen Wirkstoffen anschauen. Auch hier gebe ich Ihnen nur einen kleinen Auszug, von dem ich denke, dass das die meisten von Ihnen betreffen wird. Als erstes ist natürlich die gleichzeitige Einnahme mit anderen sogenannten Antikoagulantien kontraindiziert. Sie sollten parallel nicht andere Wirkstoffe einnehmen, die in Ihrem Körper das Gleiche machen. Hier sei einmal der Wirkstoff Heparin zu nennen und Antikoagulantien aus der Klasse der sogenannten Vitamin-K-Antagonisten, sprich das Warfarin und das Fenprokumon. Anders sieht es da aus, wenn sie in einer Umstellungsphase ist. Darauf werde ich gleich am Ende des Videos noch eingehen. Aber die gleichzeitige Einnahme ist bezüglich dieser erhöhten Blutungsneigung dann natürlich nicht gewünscht. Dieses erhöhte Blutungsrisiko, was Sie unter der Einnahme haben, spiegelt sich auch hier in den Wechselwirkungen wider. Andere Medikamente, die Ihr Blut umgangssprachlich auch verdünnen können, sollten nur unter Vorsicht genommen werden. Dazu zählen die sogenannten nichtsteroidalen Antirheumatika. Das ist nichts anderes als ein Überbegriff für bestimmte Schmerzmittel, die auch antientzündlich wirken. Ich blende Ihnen diese hier einmal ein. Also typisch ist natürlich ein Ibuprofen zum Beispiel in der Selbstmedikation. Das sollten Sie unter der Einnahme nicht, wenn möglich, nicht einnehmen. Wenn Sie ein Schmerzmittel brauchen, dann greifen Sie unter Abwägung anderer Kontraindikationen mit dem Apotheker bitte zum Wirkstoff Paracetamol. Denn dieser Wirkstoff, der hat diese Nebenwirkung nicht. Aber die anderen Wirkstoffe, die ich hier einblende, die sollten Sie, wenn möglich, parallel nicht einnehmen. Wenn das nun unumgänglich ist, dass Sie zum Beispiel vom Orthopäden ein Diclofenac oder ein Ibuprofen verordnet bekommen haben, dann kann man es kurzzeitig unter Vorsicht anwenden. Aber auch da ist es wichtig, dass Ihre Ärzte genau wissen, dass Sie diese zwei Wirkstoffe einnehmen und Sie dadurch etwas besser unter Kontrolle sind. Auch bestimmte Antidepressiva-Klassen, die zu den Klassen der SSRIs oder der SNRIs gehören, die können auch die Blutungsneigung erhöhen. Häufig ist das nicht so offensichtlich, weil man ja nun nicht ein Antidepressivum mit einer erhöhten Blutungsneigung in Verbindung bringt. Aber wenn Sie das auch über einen längeren Zeitraum einnehmen müssen, dann ist es wichtig, dass Ihr Arzt davon weiß, wenn es zum Beispiel von einem Neurologen kommt. Und auch hier kann dann Ihr behandelnder Arzt einmal abwägen, ob es sinnvoll ist, zusätzlich einen Magenschutz anzuwenden aufgrund dieser erhöhten Blutungsneigung. Wenn man zwei Wirkstoffe einnimmt, sprechen Sie ihn da einfach doch nochmal drauf an. Sogenannte Thrombozytenaggregationshemmer, das ist jetzt im Sprachgebrauch der Laien auch häufig ein Blutverdünner, stellt aber in der Wirkweise andere Wirkstoffe, Wirkstoffklassen dar, wozu das ASS in der niedrigen Dosierung von 100 Milligramm gehört und das Clopidogrel oder das Prasugrel. Diese Wirkstoffe können natürlich auch die Blutungsneigung dann etwas erhöhen. Sie dürfen unter Vorsicht angewandt werden, aber hier gilt das Gleiche wie eben gesagt. Wie gesagt, nur unter Vorsicht und besonders da sollte man sehr sensibel auf alle möglichen Anzeichen von einer erhöhten Blutungsneigung sein. Die nächste Wechselwirkung, die ich ansprechen möchte, die hängt wieder mit dem Abbau des Apixabans in Ihrem Körper zusammen. Einige von Ihnen, die vielleicht schon andere Videos gesehen haben, sehen, dass diese Wechselwirkung sehr häufig Erwähnung findet. Und zwar wird Ihr Apixaban in Ihrer Leber über bestimmte Enzyme abgebaut. Es findet zum Teil auch schon im Darm statt, aber diese Enzyme sind wichtig, damit der Wirkstoff auch aus Ihrem Körper wieder verschwinden kann. In dem Fall des Apixabans ist das das sogenannte CYP3A4. Das blende ich Ihnen nur der Vollständigkeit halber einmal hier ein. Und dieses Enzym
führt dazu, dass das Apixaban abgebaut wird und ausgeschieden wird. Wenn nun dieses Enzym von anderen Wirkstoffen irgendwie beeinflusst wird, dann kann das natürlich Auswirkungen auf den Apixaban-Spiegel haben. Da fangen wir als erstes mit den sogenannten Inhibitoren an. Inhibitoren bedeutet nur, dass das Stoffe sind, die dieses Enzym in seiner Wirksamkeit hemmen. Wenn parallel Wirkstoffe eingenommen werden, die können nun dazu führen, dass die Wirkstoffspiegel des Apixabans in ihrem Körper ansteigen. Und ein Ansteigen hätte dann natürlich zur Folge, dass die Blutungsneigung noch stärker erhöht ist, was man unbedingt verhindern möchte. Das heißt, diese Wirkstoffe, die ich Ihnen hier einblende, die sollten unter der Einnahme keine Anwendung finden, denn hier kann man nicht genau bestimmen, wie hoch dadurch die Apixaban-Spiegel in Ihrem Körper ansteigen und deshalb sollten Sie keine Anwendung finden. Dann gibt es auch sogenannte CYP3A4-Induktoren. Das heißt nur, dass das Stoffe sind, die dieses Enzym, was das Apixaban abbauen soll, in seiner Aktivität noch verstärken. Diese Stoffe führen dann dazu, dass das Apixaban schneller als üblich abgebaut wird, wodurch es natürlich dann eine geringere Wirkung in Ihrem Körper hat. Ich blende Ihnen einen Auszug der Wirkstoffe hier einmal ein und die Einnahme kann trotzdem erfolgen, aber unter Vorsicht, denn hier kann es zum Teil dazu kommen, dass die Apixaban-Spiegel um 50% reduziert sind. Wenn der Wirkstoff nun zu einem Auflösen, das heißt zu einer Behandlung einer tiefen Beinvenenthrombose Anwendung findet oder aber gar bei einer Lungenembolie, dann sollten die eben eingeblendeten Wirkstoffe nicht eingenommen werden, denn hier erreicht man dann voraussichtlich zu wenig Wirksamkeit des Apixabans und da sollte man dann doch andere Wege finden. Wenn Sie nun vor einer Operation stehen, da werden Sie im Vorgespräch auch nach einem Blutverdünner gefragt worden sein. Denn im Falle des Apixabans sollte der so etwa 24 bis 48 Stunden vor dem Eingriff abgesetzt werden. Wenn Sie zum Beispiel auch vor einer Zahn-OP stehen, ist es wichtig, dass Ihr Zahnarzt von der Einnahme weiß. Falls das noch nicht konkret besprochen wurde, weisen Sie ihn unbedingt nochmal darauf hin. Denn da empfiehlt sich ein vorzeitiges Absetzen, aber natürlich nur nach Rücksprache mit dem Arzt. Als letztes möchte ich einmal auf die Wirkweise des Apixabans eingehen, was vielleicht eher dann für die Fachkräfte unter Ihnen interessant sein könnte. Ich möchte jetzt nicht diese ganze Gerinnungskaskade hier wieder einblenden, denn es ist nur wichtig für Sie, dass Sie sich merken, dass das Apixaban ein sogenannter Faktor XA-Hemmer ist. Diese werden auch Xa genannt. Da ist im Prinzip dieses XA mit drin und XA ist der Gerinnungsfaktor, der durch das Apixaban gehemmt wird. Dieser Gerinnungsfaktor führt dazu, dass das Prothrombin in der Gerinnungskaskade in das Thrombin umgewandelt wird und das Thrombin wiederum ist der Aktivator von Fibrinogen, das dann zu Fibrin umgewandelt wird und führt auch dazu, dass sich diese Fibrinstränge etwas festigen können. Das heißt, das Apixaban hat in der Gerinnungskaskade im Gegensatz zu anderen Vitamin K-Antagonisten einen ganz genauen Ansatzpunkt und zwar ist das der Faktor XA. Das war von mir alles zum Wirkstoff Apixaban. Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie es doch gerne hier unten in die Kommentare rein. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie wie immer auch herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie nun gesund bleiben oder gesund werden. Und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.